Ja, hallo lieben Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und jetzt mal Videoblog. Erstmal vielen Dank für die tolle Aktion mit dem Black Friday Code. Weihnachten haben wir noch nicht ganz. genau, jetzt heute mal wieder mit Zebra und wir reden heute darüber, ja, was passiert, wenn du vielleicht zu bedürftig datest, so eine Anziehung nachgibst oder auch vielleicht Dating benutzt, um dein Leben irgendwie interessanter zu machen, aber ja, Standards außen vor lässt, führt leider immer wieder zu erheblichen Problemen. Wir gehen mal rein, eine E-Mail von einer Zuschauerin. Sie sagt, hallo Christian, ich bin 63 Jahre alt, weiblich und möchte mit dir über eine Liaison mit einem Mann schreiben, die vor 5 Monaten zu Ende gegangen ist. Ich beachte mal wieder die... vor 5 Monaten zu Ende gegangen ist und 10 Monate gedauert hat. Inzwischen habe ich so viel Material von dir gelesen und gehört, dass ich meine Fragen fast selber beantworten kann. Aber ich möchte gerne meine Fragen mit einem Profi-Psychologen besprechen. Das machen wir einfach mal. Vor circa 4 Jahren ist mein Ehemann, mit dem ich 20 Jahre verheiratet war, verstorben. Ja, tut mir leid. Scheiße. Wir hatten zusammen als Ärzte eine Praxis und waren ziemlich glücklich miteinander. Ein gutes Team in jeder Hinsicht. Es folgte eine schwere Zeit für mich, große Trauer, viel Arbeit in der Praxis. Nicht gut drauf, psychische Energien runter, Selbstliebe vielleicht runter. Oft Einfallstoren, toxische Beziehungen. Ne? Letztes Jahr hatte ich wieder viel Lust auf das Leben bekommen und konnte mich wieder freuen. Ich beschloss, einen schönen Sommer zu verbringen und einen Mann zu suchen. Auf Tinder, tada, lernte ich einen Unternehmer kennen, 12 Jahre jünger, und wir trafen uns relativ schnell zu einem Date. Ja, also wenn ich jetzt mal zusammenzähle, dass du mir überhaupt schreiben musst, dass du vielleicht, ist mir auch oft nach einem Todesfall in so einer schlechten, vielleicht ohne man's merkt, in einer schlechten Phase ist und jetzt noch 12 Jahre jünger. Ja, also nicht, dass da irgendwas falsch dran ist, aber das sind häufig so die Zutaten für die toxische Soße, wie ich immer als Westfale sage. Ja, dann denkt man noch mehr, das ist jetzt der geilste Scheiß irgendwie, ne? Ich habe sogar jemand Jüngeres gefunden und na. Wir trafen uns relativ schnell zu einem Date. Mein erster Eindruck von ihm war Hilfe, gar nicht mein Typ, wirkte skurril wie ein Außenseiter. Beim Essen fragte er mich, ab wann ist man Millionär, und gab an mit seinem Geld. Ihr wisst ja selber, oder du weißt ja selber, dass das einfach fucking Red Flags sind, ne? Also was ist das? Wann ist man ein Millionär? Vielleicht, wenn man 1 Million hat? Ja, hat er wahrscheinlich nicht. Ich dachte nur, das schaffe ich hier nicht. Ich will hier weg, bin aber aus Höflichkeit geblieben. Ja, ist es Höflichkeit? Oder ist es, ich will jetzt aber, ich will jetzt mal ein Date haben, so, ne? Ich scheiß auf meine Standards oder ich habe vielleicht gar keine, ne? Wir haben uns später weiter getroffen, das erste Date wurde noch besser, schnell entwickelte sich eine Anziehung zwischen uns, aber erinnerte mich total an meinen Vater. Ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nichts Gutes, aber wir daten immer unsere Eltern oder eine Mischung von unseren Eltern, solange bis wir es besser wissen, ne? Machen wir alle. Die konkrete, sachliche, unterkühlte Art, wie zu Hause. Tischtennis spielen im Unterhemd, wie zu Hause. Seine Erzählung wie zu Hause. Mein Vater hat immer alle unterhalten. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Zu meinem Vater hatte ich ein zwiespältiges Verhältnis. Er konnte verletzen und im nächsten Moment lieb sein. Er war ein schwieriger Mensch. Und, was sehen wir hier? Hot and cold. Was ist dein neues Date? Hot and cold. Was macht hot and cold? Liebessucht. Was ist mit Liebessucht? Toxisch. Was mit toxischen Beziehungen? Nicht gut. Die Beziehung mit meinem Lover entwickelte sich gut. Er sagt, er will keine feste Beziehung haben. Dang, dang. Nächste Red Flag. Ich sagte, okay. Nee, ist aber nicht okay für dich, ne? Dann eben nur für Bettsport. Ich war da schon verschossen, hab mir was vorgemacht. Ja, denke ich auch, ne? Dann kam von ihm, naja, die anderen Sachen mit dir machen auch Spaß. Beide betonten wir irgendwann, dass wir nicht nur am Bettsport schätzen. Ich durfte seine BDSM-Seite kennenlernen, oder? Ich weiß, Leute, wir wollen immer ganz modern hier sein und mit Taucheranzug in KitKat Club und ihr wisst ja, Kaffee mit Kuhmilch bestellen in der Berlin-Mitte und so. Wir wollen einfach halt so cool sein, dazugehören. Mit Hafermilch dann natürlich. Und aber das ist häufig das Einfallstor. Also wer will sowas? Wer seine
Dopaminrezeptoren vielleicht sowieso schon verschossen hat irgendwie, ne? Zerschossen hat. Und nicht, dass irgendwas falsch dran wäre, aber ja, nee, ach, jetzt machst du, ach nee, ich mache jetzt auch noch BDSM und jetzt zerschießt du deine Rezeptoren auch so, ne? Wobei ich persönlich habe da leider auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt keinen Bezug zu. Aber ja, das ist mir so ein bisschen rätselhaft, wie das Spaß machen kann. Aber ich, ja gut, ist wie es ist, ne? Neuland für mich aber durchaus reizvoll. Er war so misstrauisch. Wieso war er jetzt misstrauisch? Beim ersten Bettsport war ich echt aktiv, weil ich große Lust hatte. Es hat ihn misstrauisch gemacht, weil ich im Schlafzimmer keine Lampions habe als Stimmungsbeleuchtung. Nee, du hattest kleine Lampions als Stimmungsbeleuchtung. Da hat er vermutet, ich wäre vielleicht eine professionelle. Leute, ich ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr. Ich kann, was schickt ihr mir hier für Mails? Ich kann das echt nicht mehr. Wirklich, ey. Was heißt das jetzt, wenn jemand plötzlich sagt, weiß ich nicht, deine Lampe erinnert mich an eine professionelle. Ja, das heißt, würde ich jetzt denken, also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich würde jetzt denken, er geht zu professionell. Weil das ist schon wieder alles so crazy. Und selbst wenn nicht, ist das ein völlig irrwitziger Kommentar. Aber wahrscheinlich heißt es das. Nächste Red Flag. Echt krass. Nee, das ist nicht krass, das ist scheiße, ne? Aber je enger die Beziehung wurde, umso weniger wollte er sich treffen. Doch jetzt geht's schon über in die Krümelbeziehung. Trotzdem wurde ich jeden Tag morgens um 7 Uhr per WhatsApp begrüßt. Ja, das kostet ja nicht viel Kraft, ne? Auch als ich alleine im Urlaub geflogen bin, von wegen Ausschlafen. Ja, es hat er noch verlangt, dass du die wahrscheinlich liest morgens. Ich weiß es nicht. Auf der Rückreise habe ich vergessen, abends ihm gute Nacht zu schreiben, weil ich so gestresst war. Es hat dazu Folge gehabt, dass er nicht mehr gemeldet hat, tagelang. Heute in Cold, wie von deinem Vater wahrscheinlich, ne? Ich habe vergessen zu schreiben, dass er sich zuvor nach 6 Monaten, ach, das ist etwa die 200-Tage-Grenze, wenn du es noch nicht kennst, guckt das Video, die 200-Tage-Grenze, diese toxischen Rotzbeziehungen enden immer nach 200 Tagen. Es ist crazy. Ihr lernt hier den geilen Scheiß, ey. Plötzlich nicht mehr gemeldet, habe ich nachgefragt, was los sei. Ich hatte den Eindruck, er sei genervt und ob ich seine Nummer löschen soll. Da sagte er, ja, das war alles. Und ich habe ihn gelöscht. Das ist schon bitter, ey. Also abgesehen davon, dass du jetzt 3, 4 Red Flags, dass du einfach drüber gefahren bist, wie so ein Güterzug, der über jedes rote Signal fährt, behandelt er dich natürlich auch echt scheiße, ne? Das muss man schon sagen, ne? Nach 2 Wochen hat er sich wieder gemeldet, er hätte seine Ex am Hals gehabt, ich vermute mal im Bett, und hätte keinen Bock auf Stress. Ja, das ist immer so, du fragst, soll ich gehen? Ja, dann gehst du. Ist aber auch wieder nicht recht, weil diese Leute, die wollen nicht in ihrem schwarzen Notizbuch behalten, so, ne? Also, dass wenn mal Not am Mann ist, dass sie ja rumblättern können und können dich dann benutzen und würden natürlich unterdessen weiter daten, nur wenn nichts anderes verfügbar ist. Naja, es ist ein bisschen predatory, wie die Engländer sagen, ne? Also ein bisschen, ja, wisst schon, wie ich es meine, ne? Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich war zu diesem Zeitpunkt leider schon echt verliebt und habe ihm eine zweite Chance gegeben. Wenn du Menschen eine zweite Chance gibst, die dir nicht gut tun, ist es, als wenn du jemandem eine zweite Kugel gibst, als weil die erste nicht getroffen hat, ne? Ich habe gesagt, dass ich Gefühle für ihn habe und dass er mich in Ruhe lassen soll, wenn das bei ihm nicht so ist. Ah, du weißt es, dass es bei ihm nicht so ist. Du weißt es, aber du willst es nicht wahrhaben, ne? So ist das immer. Wenn er nicht an einer ehrlichen Festbeziehung interessiert ist, sorry, du musst echt lachen, ne? Also er bestimmt nicht. Er bin zwar stehen geblieben, dass er es auch will. Ja, klar. Worte sind geduldig. Dann kamen 2 lange Wochenende und er wollte sich nicht festlegen, ob wir uns treffen, weil du in seinem schwarzen Notizbuch leider jetzt auf einer der hinteren Seiten gerutscht bist, ne? So, ich habe ihm geschrieben, dass es für mich keine Option ist, hier alle 6 Wochen zu sehen. Und wenn, ja, aber du weißt, dass es so ist. Du kannst nur gehen. Du kannst an diesem Punkt nicht mal richtig machen, ne? Und wenn er dann womöglich noch mit anderen Frauen parallel schläft, das hat er abgeschritten, wollte am 2. Wochenende kommen und wir wollten endlich reden. Das war dann der Hammer. Er wollte spät nach der Arbeit kommen und wir haben Pläne gemacht fürs Essen. Tischtennis spielen im Unterhemd und er wollte einige Tage bleiben. Wir haben den ganzen Tag kommuniziert und uns gefreut, uns zu sehen. Haben uns auch eine Zuneigung bekündet. Ja, jetzt wirst du wieder, es ist hot and cold, ne? Jetzt wirst du wieder angefüttert mit ein paar Brosamen für Aschenputtel hier. Also nicht, dass du Aschenputtel bist, aber behandelt dich so.
Ja, so. Dann bekomme ich eine Nachricht und denke, jetzt schreibt er, wann er losfährt. Oh Mann, man weiß schon, wie es ausgeht. Stattdessen hat er mit mir Schluss gemacht. Oh, das ist okay, das ist echt. Echt nah. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nicht gut. Wir würden uns eh was vormachen. Er macht dir was vor. Er würde immer arbeiten und ich hätte auf ihn warten müssen. Übersetzung: ich bin leider nicht mehr verliebt in dich. Wenn ich es überhaupt nicht war. So, ich habe ein paar Mal tief durchgeatmet. So, er würde mir das Beste wünschen. Ich habe ein paar Mal tief durchgeatmet und geantwortet, dass ich damit nicht gerechnet habe. Aber klare Worte finde ich gut. Und dass ich ihm auch alles gut wünsche. Ich finde es sehr gut, dass du nicht ausgerastet bist. Hast du echt gut gemacht. Und dass ich ihn jetzt blockiere. Absolut richtig und gerechtfertigt. Und dass er mich nicht mehr kontaktieren soll. Ich würde ihm eine Kontaktverfügung reindonnern, wenn du nicht dass ich nochmal meldet. Nach dem Scheiß, wirklich, ey. Ja, aber gut. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. So gefühlt auf jeden Fall. Das hat er auch nicht gemacht. Ja, sehr gut. Ich habe viele verstörende Situationen mit ihm erlebt, in denen ich gedacht habe, dass er ein Psychopath sein könnte. Hatte auch teilweise Angst. Er wirkte... okay, das kann ich jetzt nicht mehr vorlesen, Leute. Ganz, ganz creepy. Ganz schlimm, kann ich nicht vorlesen, ganz schlimm. Also wir vergeben natürlich keine Diagnosen, hier können wir nicht, aber das ist so creepy, dass ich nichts vorlegen kann, gar nicht wissen, das ist seltenst der Fall und kann nur sagen, sei froh, dass du da raus bist und siehst bloß zu, also verrammel alle virtuellen Türen, dass er dir nicht schreiben kann. Wirklich, also es geht gar nicht. Es belastet mich so, dass ich darauf überhaupt nicht reagiert habe und dass ich als Ärztin, ich kann dir sagen, dass mir als Psychologe auch schon, also ich will es jetzt nicht vergleichen, aber sage ich mal so energetisch auch schon passiert und man weiß es erst, wenn man es weiß und sieh es als wirklich Lehre vom Universum, dass du mehr auf dich achtest, dass du mehr auf dich aufpasst. Wirklich, sowas kann so schief gehen, so Leute zu daten, die echt absolut weird sind. Absolut fucking weird. Das ist richtig gefährlich, ne? Also wirklich, zieh daraus deine Lehren, ne? Mach die fucking Kurse und pass auf. Sobald jemand komisch ist, ich meine, du warst lange in einer Beziehung, du hast das nicht gelernt, ne? Ich denke, alle Frauen, die heute Online-Dating machen, die haben, also die hätten alle, wenn die viel früher ausgestiegen, weil die diese sozusagen auf ihre Intuition hören und wissen, ich will einfach keinen Creep haben irgendwie. Und aber das muss man erst lernen. Also jetzt weißt du es, was da so rumläuft auf Tinder. Pass auf, ne? Und mach die fucking Kurse, mach den Dating-Kurs, date offline vielleicht. Und wenn du online datest, kannst du ruhig ganz harte Standards, ne? Wenn du nicht weißt, was das ist, Modul 1, ne? Ich habe so eine innere Distanz zum Selbstschutz entwickelt und war so passiv. Ich habe kaum reagiert, auch auf eine wirklich merkwürdige Sache. Und ich hatte Angst vor Ablehnung. Das musst du jetzt erforschen. Das kann natürlich auch so eine Traumabindung sein. Ich kenne deine Kindheit jetzt nicht. Dass man, also Traumabindung heißt in diesem Fall, dass du als Kind schon vielleicht nicht gut behandelt worden bist. Du hast dich dran gewöhnt. Und dann fehlen einem als Erwachsener diese Wahrnehmung dafür, wenn irgendwas... übergriffig oder traumatisch ist. Man nimmt es einfach gar nicht wahr. Aber sobald man es wieder weiß, kann man das wieder zurückdrehen und du nimmst es wieder wahr. So, ne? Das wäre jetzt dran, ne? Aber ich verstehe, was du hier meinst und es hört sich echt. Nur jetzt Diagnosen können wir nicht, wollen wir nicht und spielt auch keine Rolle, weil manchmal machen auch Leute ohne Diagnosen, die er nicht hat, komische Sachen, ne? Aus anderen Gründen sehr merkwürdig. Wollen wir gar nicht wissen, warum. Wir wollen einfach nur feststellen, tut uns nicht gut. Und Leute frühzeitig abfangen, bevor sie einem irre Sachen erzählen. Sorry, ne? Ich habe Angst vor Ablehnung. Ja, das sind alles die Sachen, die du jetzt angehen musst, ne? Können wir jetzt nicht alles herleiten, dieser Mail, ne? Mach die Kurse, Selbstliebe-Challenge. Läuft, glaube ich, gerade diese Sachen einfach. Das ist so wie so ein Steinbruch, diese ganze, wo du alles Mögliche abarbeiten kannst, wo du dich weiterentwickeln darfst jetzt. Und das ist an sich nicht schlimm, ist ja jetzt auch nichts passiert wirklich, weil das sind diese Prozesse, wo man durchgehen muss. Du lernst dich ganz neu kennen jetzt ohne deinen Mann, ne?
Und du bist so ein Dreck gar nicht gewohnt irgendwie, also eine Drecksbeziehung meine ich jetzt, ne? Das bist du gar nicht gewohnt. Ich war das früher auch nicht gewohnt, ne? Und dann kommst du auf den Datingmarkt und laufen wirklich absolute Weirdos rum, ne? Also aber mach dich jetzt nicht so fertig dafür, ne? Wirklich. Ich wollte so sehr mit ihm in Kontakt treten, aber ich habe eine echte Kommunikation nicht geschafft. Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Das musst du abstellen. Als hoffnungsloser Romantiker, als Tinder, das ist wirklich wie mit 10 Pizzas auf einer Abnehmfarm, ey. Also wirklich, das muss aufhören, wirklich, ey. Das musst du wirklich abstellen. Ich glaube fest an die Liebe. Ja, Liebe, 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 Liebe. Aber Liebe geht nur mit Grenzen in unserer Welt. Du musst knallharte Grenzen haben im Online-Dating, ne? Sonst wirst du auseinandergenommen. Du kannst ja gern jemanden lieben, der dich auch liebt, weißt du? Aber meinetwegen kannst du den auch lieben hier, wenn du unbedingt willst, aber aus der Ferne, ne? Also, jemanden irgendwie mögen, das darf nicht Pluspoligkeit sein, das darf nicht Co-Abhängigkeit sein, das darf nicht People-Pleasing sein, das darf nicht Romantik sein, blinde Romantik sein, das darf nicht über alles hinweggehen sein. Du kannst gern lieben Leute, die für dich so ein Safe Space sind, sag ich mal, und das ist der hier nicht, ne? Aber ist nicht schlimm, das geht hier allen so, ne? Er meinte ja dazu, das wäre nichts seins, also die Liebe. Ja, aber eigentlich hat er dir alles gesagt, du wirst in Zukunft wahrscheinlich, wenn sowas wiederkommt, wirst du wissen, dass du besser darauf hören solltest, ne? Die Frauen würden ja doch einen besseren Mann finden und ihn dann verlassen. Ja, also besser als ihn ist jetzt, glaube ich, nicht so schwierig. Tut mir leider leid, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass er sich wieder meldet. Ich bete für dich, dass er sich nicht wieder meldet. Wirklich, ey. Ich werde es nie tun, dafür bin ich viel zu stolz. Stolz ist jetzt genau das Richtige. Und es hat auch keinen Sinn. Glaubst du, er meldet sich nochmal? Dein Ernst? Du willst über sowas gar nicht nachdenken. Du sollst ihn überall blocken, dass du bloß nicht wieder da zurückgehst, ey. Wirklich, ey. Weiß ich nicht. Also, kann man jetzt nicht sagen. Das sind so Gedanken, der Typ ist tot für dich. Ja, über sowas denkst du gar nicht nach, ob er sich wieder meldet, ne? Und du verhinderst das, bitteschön, ne? Meine Angst ist da, vor der eigenen Reaktion. Deswegen, block ihn, ne? Wie kann es sein, dass man rational sogar Angst vor jemandem hat und trotzdem nicht sicher ist, Null Kontakt zu halten? Das werden dir viele Leute bestätigen in den Kommentaren, vermute ich mal. Das ist sowas, was man heute Traumabindung nennt, ne? Muss jetzt nicht zwingend sein, dass du das in der Kindheit erlebt hast. Manchmal reicht es schon, dass man einfach so nicht gut zurecht ist, aber das ist der Wink vom Universum, ne? In Selbstliebe zu investieren und dich um dich zu kümmern jetzt, ne? Eigenen Eimer selber füllen. Ich war sehr risikofreudig, absolut. Also was mir richtig gefällt in deiner Mail, dass du eigentlich alle Sachen selber erkennst. Also da muss ich jetzt gar nicht nachhelfen. Du warst extrem risikofreudig. Hohes Risikolevel. Immer wieder ein Problem, auch in Klientengesprächen, ne? Auch das kenne ich leider von früher. Ganz schlecht, ganz schlecht. Vor allem, wenn Freunde einem das sagen, du fährst aber echt ein hohes Risiko. Ist nicht lustig, ist nicht lustig, ne? Ist überhaupt nicht lustig. Risikofreudig mit einem Mann, den ich nicht kannte, und das macht mir Angst im Nachhinein. Du brauchst knallharte Grenzen, ne? Das musst du als erstes mal etablieren. Als alles vorbei war, dachte ich über ihn, illoyaler Typ, geht fremd, schaut PORNO, es geht in den, ja, geht zur professionellen, ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Hat womöglich noch eine feste Freundin. Pff. Das ist echt eine Dopamin-Aufladestation hier. Ja, was soll man dazu sagen? Und dann kam der Schock, mit wem war ich da wohl zusammen? Und ganz viel Liebeskummer. Ja, auch da haben wir ja Modul 0. Waren das nur meine leeren Eimer, mein inneres Kind-Helfer-Symptom oder habe ich noch ein anderes Problem? Also, ob du jetzt noch ein anderes Problem hast, das kann ich natürlich nicht jetzt sagen, aber das deckt es schon ganz gut ab, glaube ich, hier. Und Liebeskummer, ja, man kann auch Liebeskummer zu Leuten haben, also gerade zu Leuten, die sehr toxisch agiert waren. Das ist halt so, würde es zu weit führen. Also kannst ja noch mehr Videos dir angucken. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, mal ein ganz anderes Thema, ob ihr vielleicht Interesse habt. Ich weiß ja, dass so viele so Hemmschemeier, ne? Fällt mir jetzt, also die E-Mail ist jetzt mal hier beendet, aber es fällt mir gerade ein, das wollte ich euch immer mal fragen.
Und wenn du das Video jetzt noch hörst, bist du wahrscheinlich Hardcore-User hier. Hättet ihr Interesse an so einem Best-of von meinen Videos, vielleicht auch zum bestimmten Thema, die so hintereinander geschnitten sind, dass das so ein, zwei Stunden geht? Und das machen ja scheinbar viele. Ihr könnt euch damit schlafen legen und ich weiß nicht, was so meine beruhigenden Stimme ASMR-mäßig anhören. Wäre das was für euch? Sagt's mir mal, schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.